So Leute, die Rarität gibt es in den brennenden Bergen im Aschgrauen, in der Ascheanhöhe. Geht hier einmal hier lang. So, hier ist eigentlich ein Endgegner, den killt ihr und dann geht ihr hier durch die durchs Tor durch. Dann geht ihr einfach da unten in diese Höhle rein und haltet euch rechts und den ersten Ausgang, den ihr findet, den nehmt ihr. Hier schön rechts halten. Da habt ihr die Kiste, um die es geht. Ich krieg's wahrscheinlich jetzt nicht mehr, weil ihr es wahrscheinlich schon habt. Ja, richtig, ich zeige es euch aber trotzdem. Das sind die hier. Bernstein-Gebetsperlen. So Leute, in der Smaragdhalle gibt es Gegner, die ihr killen könnt für, ich zeige euch das Item, also das ist die Rarität. Und zwar habe ich die auch schon dreimal gekriegt. Das ist die, hier, die Bauchkette aus weißen Muscheln. Ja, super Name. Die Gegner, die das sind, die ihr da killen müsst, ihr müsst farmen, ihr könnt da nicht anders, sind die hier. Alle diese Bullen mit Speer, mit Schild. Spielt überhaupt keine Rolle. Also cool, wenn es einem droppt, aber ansonsten halt dann nicht. Also die müsst ihr killen, da gibt es hier mehr als genug. Wenn ihr hier mal runterschaut, weil ich jump mal schnell für euch runter, damit ihr wisst, dass hier auch noch einige sind. Das war ziemlich Iron Man mäßig. So, und dann habt ihr hier noch mehrere. Ich kill die mal noch für euch. Letzte Hit wollte nicht. Genau, also die droppen das auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon zwei Drops gekriegt. Sind relativ common. So Leute, von der Smaragdhalle im Brennofental, da geht ihr einmal zurück, also nicht zum Endgegner weiter, sondern hier durch. Da seht ihr hier zwei riesige Dudes und die müsst ihr quasi killen. Jetzt zeige ich mir das auch. Also nicht mehr so als ich. Noch einen zweiten, den müsst ihr angehen. So, anyways, haben wir es geschafft. Wer die beiden killt, kriegt ja die sogenannten goldenen Knopf. Ich zeige es euch mal. Das Ding sieht so aus. Es sieht überhaupt nicht wie ein Knopf aus. Aber ja, erhöht bei vollem Leben den Angriff erheblich. So Leute, vom Feuerfeld kühlendes Gefälle ist in der Nähe vom Aschgrauen Pass. Könnt ihr aber erst herkommen, wenn ihr Kapitel 5 geschafft habt und der quasi der, wie heißt er, der Fächer das Feuer weggemacht hat, sodass ihr auch über solche Passagen hier drüber kommt. Aber dann kommt ihr zum Rostgoldkarren. Der unseren Stier-NPC in die Mangel genommen hat.
Und wir werden ihn jetzt rächen. Ich wollte sowieso mal ausprobieren. Okay, der ist nicht so doll. Okay. Das war eher schlechter als recht. Feierabend ist. So Leute, im Geheimbereich Bishui-Höhle, Korridor aus Feuer und Eis. Ich verlinke euch natürlich die Quest, wie ihr hier insgesamt herkommt. Und ja, dann machen wir mal, bringen wir mal die Stier-Quest zum Ende, so würde ich es mal sagen. Goldäugige Bishui-Beste, die mir gleich mal gegeben hat. So. Und die mir gleich nochmal gibt, wenn ich so weitermache. Okay, da muss ich mal was einfallen lassen. Immer aus dem Feuer raus, muss auch nicht sein. Hm.
Alles fies, ein bisschen aggressiver, wie ihr seht. Und macht alles voller Feuer. Los, raus da. Das war's auch dann für dich.